bin hier. Soll ich mir was angucken? Ja. Hier? Das Autoschen? Ja. Ja. Das schön? Ja. Oh. Heute Morgen sind wir aufgestanden und da hat der Mann erstmal ein bisschen geweint und nach der Mama gerufen und ich bin auch aufgewacht und oh, Mama ist gar nicht da. Ist mir eingefallen, die ist ja jetzt beim Yoga, weil Sandys Eltern geben ja Meditationsretreat, wo sie auch Yoga geben, also auch, wo auch Yoga ein Anteil ist. Mami. Die kommt bald wieder. Da? Ja, und von daher verbringe ich jetzt mit den zwei Kleinen, aber jetzt aktuell ist nur der Mai wach. Und der Liam schläft noch. Und ich denke, wenn Liam wach ist, dann frühstücken wir zusammen. Und bis dann wird die Mama bestimmt auch gleich da sein. So, als erstes gibt es heute Mango. Liam ist mittlerweile auch aufgewacht. Wie ist die Mango? Richtig lecker. Haben wir noch einen Heizlüfter an, weil es ein bisschen kalt ist. Guck mal, Papa. Guck mal, da unten sieht es wie ein Regenbogen aus. Stimmt. Ja. Jetzt geht's weiter mit Avocado-Brot für die Kids. Haben sich Avocado-Brot gewünscht. Einmal für Liam. Und einmal für Mai. Und am besten gehen wir am Tisch, ne? Weil hier könnt ihr nicht gut essen. Nee, Mami. Weil sonst fällt uns das Brot runter. Oder wir essen hier. Am besten wieder da hinten einen kleinen Tisch. Da könnt ihr doch gut stehen. Aber da stehen ist mir irgendwie langweilig. Stehen ist dir langweilig? Ja. Gut, dann setzt euch hin, da müsst ihr aber gut aufpassen, ja? Ja. Komm mal, wir gehen an den Tisch. Aber dann können wir uns ja Stühle holen. Ja. So, mittlerweile ist Sandy da, filmt. Und jetzt mache ich noch Frühstück, den Kindern habe ich ja Mango und Avocado gemacht. Und wir trinken jetzt noch einen Smoothie mit mal wieder Grünkohl, Mangold, Bananen rein, Tassen kommen noch rein, so. Also das Beste. Banane willst du haben, Banane will er noch haben. Also, beste Start in den Tag, ein grüner Smoothie. Da bleibt Kummer und Sorgen. Ja! Mal, du brauchst nicht so schreien, einen kurzen Moment warten, bis das fertig geschält ist, weißt du? Ja. Auf jeden Fall frühstücken wir jetzt noch. Und falls die Kinder Lust haben, können wir natürlich auch noch mitessen. Und dann geht's nochmal duschen und dann gehen wir raus, würde ich sagen, ne? Nochmal am Strand. Vielleicht treffen wir uns nochmal mit der Gruppe von Hagen und Christa. Zum Strand und dazu bereiten wir ein bisschen was vor. Wir nehmen ein bisschen was zum Essen mit Picknick und dazu mache ich jetzt Mais
Und ich packe noch ein bisschen Brot, Avocado, Creme und so weiter und so fort ein. Und dann können wir am Strand nämlich Mittagessen machen. Weil, wenn wir jetzt hier wieder Mittagessen erst, bis wir dann loskommen, dann ist die Sonne, also dann ist der Tag schon wieder rum. Deswegen müssen wir draußen heute essen. Aber so machen wir es ja meistens, wir nehmen ja meistens was mit. Ne? Genau. Abends kochen wir dann oft. Leckerer Biomais. Bevor wir jetzt weiter an den Strand gehen, wollte ich euch noch kurz nochmal von Babel erzählen, beziehungsweise euch zeigen, was es da noch für Möglichkeiten gibt zu lernen. Wir haben jetzt eine längere Kooperation mit denen gemacht, wo wir euch einfach ein bisschen versucht haben, die App ein bisschen näher zu bringen und unseren Fortschritt auch zu zeigen. Und hier in dem letzten Video in dieser Zusammenarbeit wollte ich euch einfach nochmal zeigen, das blende ich jetzt hier neben ein, was für Kurse es auch gibt. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht so dargestellt. Ich habe das immer in der Reihenfolge nachgelernt bisher. Es gibt so Anfängerkurse hier und dann gibt es weiter mit Grammatik, Mittelstufe. Also man kann das so schön durcharbeiten, man kann aber auch die einzelnen Kurse immer anklicken. Und was ich ganz gut finde, habe ich gestern gemacht, erste Wörter und Sätze. Also man kann hier auch erste Wörter und Sätze oder wenn man was, je nachdem wofür man die Sprache auch braucht. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie ein Auslandsjahr machst und betreust da irgendwelche Tiere oder so, dann gibt es hier zum Beispiel auch Tiere oder Körper, Gesellschaft, Sport, Kommunikation. Dafür zum Beispiel Spanisch jetzt, wie wir es lernen. Spanisch, es gibt ja auch diverse andere Sprachen, aber in dem Fall ist es dann so unterteilt. Dann kann man schon mal einzelne Themen, die man wirklich spezifisch braucht, dann auch lernen. Ja? Und das finde ich halt auch ganz cool. Ansonsten bedanke ich mich bei Babbel, die dieses Video gesponsert haben. Es war eine schöne Zusammenarbeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir bleiben weiter dran an der App. Wir wollen unser Spanisch wirklich so gut haben, dass wir wirklich ganz normal kommunizieren können langfristig. Ja, wenn ihr die Sprache lernen wollt, Spanisch oder welche Sprache auch immer und die Babbel App ausprobieren wollt, dann könnt ihr hier einfach unten in die Infobox klicken. Da kriegt ihr 3 Monate gratis, wenn ihr ein 6-Monats-Abo abschließt. Also wer Lust darauf hat, viel Spaß. Ich finde Sprachenlernen erweitert einfach immer den Mind. Von daher, falls ihr Lust darauf habt, klickt unten rein. Ich hatte ja heute Morgen die Yogastunde gemacht und habe mal wieder festgestellt, wie diese ganzen Dinge, die man sonst immer so gern anderen lehrt und beibringt, wie die auch für uns selber zählen, für mich selber zählen. Ich habe übrigens gerade ein bisschen leichte
keine Ahnung, ein bisschen erkälteter Hals. Deswegen ist meine Stimme so ein bisschen verändert. Ja, das Thema, was denken andere über einen? Wie reagieren andere, wenn ich das so und so mache? Feedback zu bekommen, Unsicherheiten zu spüren, die ich teilweise lange nicht gespürt habe. So. In den letzten Monaten werde ich damit ziemlich stark konfrontiert. Und ich spüre so richtig, wie das aus meiner Kindheit so Gefühle von nicht genug zu sein oder anderen zu entsprechen oder gemocht, geliebt zu werden, wie diese Themen nochmal richtig stark hochkommen, wo ich die jetzt jahrelang das Gefühl hatte, gar nicht hochkamen. Ich meine, sicherlich auch durch diese Unsicherheit zwischen Bennys und meiner Beziehung, wo es dann mal ein bisschen schwieriger war zwischen uns jetzt und auch sehr unsicher war und das voll angetriggert wurde, mein Selbstwert. Und seitdem ist es jetzt aber für mich nochmal eine Chance, da nochmal genauer hinzuschauen und wirklich zu schauen, so, hey, wie nachhaltig ist das eigentlich? Wie nachhaltig ist die Selbstliebe? Wie nachhaltig ist das alles, was man sich so coacht und lehrt und lernt und auch bewusst wird? Aber das Leben hört ja nie auf und wir sind immer in einem ständigen Lernkapitel und es tut gut, es auch nochmal wirklich so zu sehen. Und ich merke auch schon wieder, wie wichtig es ist, einfach sich wirklich auf sich zu besinnen. Ja, komm, wir gehen an den Strand. Nein, nein. Willst du noch hier spielen erstmal? Ich möchte gerne mal ins Wasser und später wird's kalt. Später können wir noch mal auf den Spielplatz. Anders. Sieh. Oh, guck mal, wie süß ist der. Du kannst ihn streichen. Ganz Perla. Chispita. 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 Du bist ja so süß. Oh mein Gott. Celosa, claro, lleva 10 años con nosotros. Sí. Como un bebé, es como un niño. Sí. Como un baby, ¿no? Ya. Okay. Was interessiert die Leute und dich und was? Keine Ahnung. Naja, wie es einfach zwischen uns ist momentan und wie wir vielleicht miteinander gearbeitet haben oder geredet haben. Willst du einfach anfangen? Ja, ich fange einfach an. Kannst du dann einsetzen. Wir wollten jetzt schon die ganze Zeit ein Beziehungsupdate drehen und haben jetzt überlegt, dass wir es einfach hier so ein bisschen in den Vlog mit reinbringen. Ein kleines, kurzes Update. Genau, ein kurzes Update. Ja, also die letzten Wochen, Monate waren intensiv, auf und ab. Ja, auch viel Beziehungsarbeit, würde ich sagen, und Vertrauen einfach wieder da. Also für mich war es auch natürlich schwer, das teilweise zu sehen, dass es bei Sanja auch ein Auf und Ab war. Ne? Und meine Aufgabe war dann einfach wirklich da zu sein, voll präsent. Und das war halt auch manchmal schwierig, wenn ich dann so das Gefühl hatte, ja, ich verliere sie manchmal, sie ist dann immer mal wieder so weg oder so. Und, ja, im Schmerz und auch genau. in dieses Gefühl von, kann ich dir überhaupt emotional vertrauen? Also es gab da immer wieder auf. Ist es das wert, sozusagen, ja, an der Beziehung zu arbeiten? Ja, ich wollte ja dann auch spüren, dass du mich auf jeden Fall, also dass wir beide. Dass wir es wollten. Dass wir es wieder wollen. Und genau, die Entscheidung haben wir ja zusammen getroffen. Wir haben ja gesagt, wir wollen es. Aber ich glaube, uns beiden ist bewusst, dass beide daran arbeiten müssen. Also beide in verschiedenen Anteilen und dass man lernen muss, wirklich den anderen Menschen zu sehen, also die andere Person zu sehen und wirklich zu fühlen und zu sehen, was er meint. Also und uns gegenseitig Raum zu geben. Also Pausen, wo wir wirklich selbst reflektieren können. Das haben wir richtig gut geschafft, indem wir uns abgewechselt haben. An einem Tag warst du mit den Kindern draußen und ich war am nächsten Tag war ich mit den Kindern draußen. Entweder hat einer von uns dann gearbeitet oder auch mal nur meditiert, Yoga gemacht, Zeit verbracht mit sich selbst. Das hat mir richtig viel gegeben. Also diese Pausen zwischendrin.
dann so viel bewusst gemacht hat irgendwie. Ja, ich finde auch. Also wir haben viel meditiert. Also jeder ist so von uns zur Ruhe gekommen und konnte sozusagen das Ganze auch so einordnen und verarbeiten. Und ich spüre halt jetzt halt so ein starkes Band auch wieder. Also ich habe auch gesagt, das Band war nie weg. Es war für mich einfach sozusagen wie so eine Nebelwolke. Aber insgesamt war das Band schon immer da und jetzt spürst du es halt aber wieder so ganz stark, ne? Habe ich letztens zu dir gesagt. Aber trotzdem muss man aufpassen, dass man im Alltag die Kleinigkeiten, dass man sich die Wertschätzung auch gegenseitig gibt und dass man sich, finde ich, nie so als selbstverständlich nimmt, seinen Partner nicht und sich selbst. Also dass man wirklich versucht, die kleinen Dinge wieder zu schätzen, auch in der Partnerschaft. Und es fühlt sich richtig gut an. Momentan ist es halt sau schön und sieht auch nach außen. Auf Instagram haben mich einige gesagt, boah, jetzt sieht alles wieder super dupi aus und so. Also das ist aber auch, da steckt ja auch richtig viel Arbeit. Viel Arbeit und ihr seht die schönen Sachen. Aber jetzt ist es auch aktuell, fühlt es sich richtig schön an. Ne? Ja. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt fängt es so an, so, das, so dieses volle Vertrauen, würde ich sagen, wieder so, was auch immer noch manchmal dann wieder leicht wegbricht oder so insgesamt. Es geht so wellenförmig, aber alles aufwärts und das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Jetzt kommen die Möpse. Du musst dir was anziehen. Ja, so. Komm weg, ich hol dir schnell was. Okay. Ich glaube, was wir an der ganzen Sache oder was ich an der ganzen Sache einfach so enorm nochmal gelernt habe, ist, dass jeder seine Berechtigung hat für seine Gefühle, für seine Emotionen und auch seine eigene, in seiner eigenen Welt lebt und seinen eigenen Fokus hat. Und dass man, das sind, wie du gesagt hast, Kleinigkeiten, wo man sich vielleicht in einer Partnerschaft mit Kindern besonders und Selbstständigkeit und auf immer wieder mal Stress, weil vielleicht Ortswechsel, gut, jetzt momentan sind wir an einem Ort, das tut uns auch gerade voll gut, dass das Stresse sind, die man vielleicht leicht auf die wir gegeneinander beziehen können. Dabei hat das vielleicht gar nicht was gegen uns einander zu tun, sondern ist einfach der Stress, den wir uns gegenseitig ablassen, weil wir halt 24/7 miteinander sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, so richtig bewusst Cuts zu machen und Pausen zu machen, ja, und weil wir das nicht natürlich haben. Wir haben halt nicht einen Job, wo wir uns dann automatisch mal einen Tag nicht sehen oder so. Das auf jeden Fall, aber was ich auch denke, ist, was ganz, ganz wichtig ist, ist halt, dass man sich in der Partnerschaft wirklich alles sagt. Ich glaube, jetzt sagen vielleicht viele Paare, ja, wir sagen uns alles. Aber ich meine diese Kleinigkeiten, die man immer so wirklich so sagt, naja, komm, ist nicht so schlimm und so. So kleine Sachen. Das war jetzt vor ein paar Tagen zum Beispiel, da habe ich einfach so wieder ein bisschen was gefühlt, wo ich vielleicht eigentlich nichts gesagt hätte, weil ich gesagt habe, ist nicht so schlimm in Anführungsstrichen, aber es sind halt schon ein paar Kleinigkeiten. Dann habe ich es dann ja gesagt, einfach. Und dann im ersten Moment hast du es, glaube ich, auch ein bisschen. Du musst mir nochmal die Situation erklären, weil ich habe jetzt nicht ich so. Ich habe die Situation nicht so im Kopf, sondern die Gefühle einfach. Mir ist wichtig, ist ja auch wieder im Alltag so diese kleinen Aufmerksamkeiten und dass wir nicht mehr so viel am Handy sind, weil was uns in der Beziehung jetzt auch gut getan hat, am Anfang, wo wir so viel aufgearbeitet haben, hatten wir fast kein Handy in der Hand. Also da haben wir kaum Instagram gemacht. Und jetzt merken wir wieder, wo wir mehr machen und dass man doch wieder zwischendrin immer wieder an Instagram ist. Und das ist schon ein Unterschied, auch so generell im Leben, wenn man das Handy einfach mal weglässt und ohne Handy rausgeht. Und das tut der Beziehung auch gut, in jeder Hinsicht zu sich selber, in der Partnerschaft und auch mit Kindern, weil man viel, viel bewusster da ist. Auch wenn man denkt, ach, ich mach da nur kurz was. Aber dann ist man doch irgendwie wieder weg. Und ich glaube, das war so eine Sache, die ich jetzt nochmal angesprochen hatte. Ich weiß nicht. Und dann, was bei mir halt so das Thema ist, immer so, ich glaube, wir sind manchmal beides sehr sensible Menschen. Und ja, spürig auf jeden Fall. Und spürig auch, genau. Und dann, also was finde ich manchmal zwischen uns so ein Problem ist, dass wir beide so hypersensibel sind, also manchmal zu überempfindlich. Das Gute ist halt auch, wo du es vielleicht, wo es für dich dann wiederum vielleicht dein Vertrauen gebrochen ist, weil ich dann die ganze Zeit eher labil war und gesagt habe und ich dann die Beziehungen mehr in Frage gestellt habe, auch jetzt vor ein paar Wochen sogar noch, wo ich dann immer wieder halt so Breakdowns hatte und sowas und weinen musste, weil es mir doch einfach so wehgetan hat, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob es das alles mir wert ist, dass du das ausgehalten hast. Das hat mir auch einfach Stärke gegeben, dass du dann halt in dem Moment einfach so mich in den Arm nehmen konntest und sagen konntest, es tut mir so leid, es tut mir einfach so richtig leid und dass ich weinen konnte und dass du es verstehen konntest, dass ich weinen konnte. Also, dass wir uns gegenseitig verstehen konnten, das hat mir so viel gegeben. Weil ich meine, jeder kann seinem Schmerz sein und man kann sozusagen so tun, als ob man versteht oder man versteht es wirklich. Und ich glaube, man spürt, wenn der andere einen wirklich sieht und versteht. Und
das sind die Momente, wo uns Heilung gebracht hat, wo wir uns gegenseitig wirklich die Wahrheit sagen konnten, egal ob es dem anderen wehgetan hat und man nicht empfindlich oder befindlich darauf reagiert hat, sondern wirklich erstmal gespürt hat und vielleicht darauf wieder geantwortet hat, hey, das macht aber gerade das und das mit mir. Und dass man dann wirklich mal heult, im Arm liegt oder dass man sagt, hey, ich brauche jetzt nochmal eine Pause für mich, ich brauche Zeit für mich, was auch immer halt gerade ansteht. Und dass man einfach den anderen auch mal zuhört und da ist, ohne das gleich zu kommentieren oder zu verstehen. Also manchmal versteht man halt nicht, was, wie der andere tickt oder was man denkt. Genau. Also so ganz genau. Genau. Also man versteht ihn vielleicht schon irgendwo, aber da ist auch was, wo man sagt, hey, ist doch eigentlich jetzt gar nicht so schlimm oder weiß ich was. Aber für den anderen ist es halt gerade so schlimm. Und dann ist das Wichtigste von der anderen Seite, da zu sein und auch mal nichts dazu zu sagen, sondern einfach da zu sein. Und sag mal, sacken zu lassen und stehen zu lassen. Und manchmal muss man auch gar nichts mehr sagen, weil das sich dann, sag ich mal, irgendwie ergibt. Und wenn nicht, dann kann man auch nochmal drüber reden. Aber ich finde, manchmal ist es auch wichtig, einfach etwas vom Partner stehen zu lassen und zu sagen, hey, ja, ey, das sind deine Emotionen. Ich habe das Gefühl, dass insgesamt so viele Sachen halt auch aus der Kindheit dadurch wirklich hochgetriggert werden. Dass man sich plötzlich wieder so fühlt wie damals. Also sozusagen, so war es zumindest bei mir ziemlich stark mit den Verletzungen. Dann gab es oft schnell Parallelsituationen. Und wenn ich das dann wirklich realisiert habe und dir gesagt habe, dann konntest du es immer sehr gut verstehen. Wenn ich dir das wirklich von allen Seiten mal beleuchtet habe, sozusagen. Irgendeine kleine Tatsache, wirklich, kann eine ganz, ganz kleine Tatsache gewesen sein, wo ich sage, hey, wieso hast du dich denn da so verhalten? Und wenn die sagt, ja, gut, war in dem Moment so. Und es haut mir das so hin, so nach dem Motto, du musst jetzt akzeptieren. Und ich dann sage dann so, aber das hat das und das und das in mir ausgelöst und das gemacht aus diesen Gründen. Und dann konnte ich selber teilweise reflektieren und analysieren und bin dann irgendwann dahinter gekommen, A, dass es nicht unbedingt die Situation an sich ist, dass es natürlich viel mehr aufgebauscht ist, dass man in seinem eigenen Kopf auch Filme spielt. B, dass es manchmal wirklich alte Verletzungen sind, die da auch mit reinspielen. Und dann natürlich auch einfach die Akzeptanz zu finden, hey, der andere verhält sich nicht so immer perfekt. Und auch nicht vielleicht so, wie ich es erwarte oder wie ich es sehe oder wie ich es als richtig empfinde. Generell finde ich jetzt, was wir einfach immer mehr wieder sehen und versuchen uns zu sagen, ist einfach jetzt auch allgemein, jetzt nicht nur auf unsere Beziehung gesehen, so wieder die Kleinigkeiten im Leben zu schätzen. Und wenn ich die Kinder Momente sehe, wirklich mit was sie spielen und kleinen Stein wirklich, sage ich mal, wieder die kleine Gänseblume auf dem Rasen zu sehen oder einfach, also ich muss sagen, ich oder bin einfach Stein. Dankbar, dass wir uns noch haben, dass alles so wirklich schön ist und dass wir einfach so eine tolle Beziehung auch haben, ja, dass unsere Beziehung auch sowas aushalten kann und dass wir dadurch auch eigentlich, also für mich persönlich ist da nochmal so ein Stein ins Rollen gekommen oder es hat, also bei mir ist ganz, ganz viel bei mir selber auch passiert. Ja, ne? Total krass. Also ich bin mir auch nochmal bewusst geworden, es gibt viele Dinge, wo ich vielleicht auch gar nicht so richtig immer dazu gestanden habe und die so gesagt habe und ich komme immer mehr zu mir und dass ich das dann auch zu Sandy einfach so klar äußern kann und auch selber klar spüre, was ich will. Genau, und dass du auch das Vertrauen hast, dass du es mir sagen darfst, ohne dass das wiederum bedeutet, dass ich dir dann auch... Das ist aber auch mein Vertrauen zu mir selber, weil das ist ja, glaube ich, meistens so, dass man sagt, ja, wie reagiert der Partner? Aber ich sage mir so, nein, das spüre ich jetzt und das möchte ich dir sagen. Und ich sage es dir einfach ganz natürlich in einer guten Art und Weise, das ist natürlich wichtig, aber ich sage meine Gefühle und wir haben über alles geredet. Ich glaube, so viel wie wir früher über alles geredet haben, haben die vielleicht viele nicht, vermute ich mal. Aber trotzdem gibt es halt, wir sind wie gesagt sehr sensible Menschen, auch so wirklich so kleine Sachen unter der Haube, die manchmal auch gesagt werden müssen. Da merke ich einfach, dass ich in mir immer klarer und gegründeter wäre und von daher finde ich das krass, wie sich unsere Beziehung gerade entwickelt und auch wie ich mich persönlich entwickle. Ich komme immer mehr in die Dankbarkeit und ich finde, wenn man so in die Dankbarkeit im Leben kommt, dann fühle ich da auch so eine Selbstverantwortlichkeit und Selbstbestimmtheit und das tut mir einfach gut. Ich glaube, es tut jedem gut, wenn man so wieder es schafft, so in die Dankbarkeit reinzukommen. Ich denke mir so, hey, wir machen gerade hier zum Beispiel dieses Beziehungsinterview am Strand, stellen die Kamera hier auf und unsere Kinder sind da glücklich irgendwie und mit in Betreuung gerade. Von der Teilnehmerin, ja, genau, von meinen Eltern. Und ich gucke hier auf die Felsen, auf die Häuser, keine Ahnung, seh das Meer. Also ich bin, wenn ich das so dankbar dafür bin, dann spüre ich das auch alles und kann diese Momente voll genießen. Und was ich nochmal unbedingt sagen wollte, ist, ich glaube, um die Details zu besprechen, es geht nicht darum, dass wir jetzt immer
jeden Furz bis ins letzte Detail besprechen. Ich glaube, das sind halt einfach die tiefen Arbeiten, die für halt eine mega erfüllte Beziehung dann, finde ich, das Fundament ist. Und das haben wir. Das haben wir uns erarbeitet. Für uns war es so wichtig, dass wir uns nicht mit einer 0815-Beziehung zufrieden geben. Das war am Anfang unser Prinzip, warum wir uns überhaupt aufeinander eingelassen haben. Wir kamen beide aus langjährigen Beziehungen und haben gesagt, ey, wir gehen nicht mehr für das, also wenn es nicht das Nonplusultra ist, dann gehen wir dafür nicht mehr. Ich mag keine Kompromisse mehr und ich glaube, das ist halt, wenn man so in sich drin ist, also einfach Kompromisse mit mir selbst. Ne? Also jetzt in der Beziehung natürlich macht man auch Kompromisse. Kompromisse gehören einfach auch dazu, weil allein wenn du dich für einen Weg entscheidest, ja, musst du auch sagen, hey, ich gehe den Weg oder den. Dann ist der Kompromiss, dass du einen Weg weglässt. Ne? Ist halt so. Und aber das geht halt, wenn die Basis halt stimmt. Und die Basis bauen wir uns gerade wieder auf. Die haben wir uns am Anfang unserer Beziehung auch sehr intensiv aufgebaut. Nee, wir verstärken sie jetzt eigentlich. Und verstärken sie jetzt, genau. Also ich sehe das nicht nochmal als Neuaufbau in dem Sinne. Nein, das ist auch nicht. Geht auch gar nicht. Das sind ja viel zu viele Erfahrungen. Genau, und also gemeinsame. Vielleicht Vertrauen und so muss wieder. Irgendwie ist dann schwieriger, sozusagen erstmal wieder dahin zu kommen. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir nicht was ganz Neues aufbauen, sondern das ist, also für mich persönlich fühlt es sich eher so an, als ob wir da zu einer ganz neuen Stärke hinkommen. Neue Stufe, ja, auf neue jeden Stufe, Fall. Genau, auf jeden also Fall. In unserer Beziehung. Und ich finde es halt so schwierig, wenn man einfach so hingeht und sagt so, boah, es ist sozusagen nicht die Love Story wie in Cinderella und sie bleiben für immer und ewig zusammen glücklich bis ans Lebensende, sondern da passiert halt zwischendrin noch was. Ich finde es dann so einfach, wenn man diesen Weg geht, sozusagen, oh, es ist nicht alles heitetei, ne, dann ist es nicht der Richtige, sozusagen. Aber wir labern schon wieder so lange, es ist ein einzelnes auch. Video, weil wir wollten ein kurzes Beziehungsupdate geben. Ja, wir beenden das jetzt mal hier. Wir haben auch echt überlegt, ob wir mal einen Beziehungspodcast machen sollen, würden voll gerne mehr in das Thema gehen, aber ich glaube, dazu bräuchte ich irgendwie spezifischere Fragen von euch. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja. Dann können wir vielleicht mal auf eine Frage speziell eingehen. Cast hat sich einfach richtig gut angefühlt. Also die Idee finde ich immer noch ziemlich geil, aber wir haben halt jetzt auch wieder ein paar Projekte, die wir erstmal voranbringen wollen. Und wir müssen halt unser Film, ne, kommt jetzt auch in Kinos übrigens. Genau! Bald. Also im Januar in zwei Kinos, ist schon sicher, wahrscheinlich drei Kinos. Eins in der Nähe von Hamburg und eins in Würzburg. Und dann eventuell in Hamburg noch eins. Und wenn die drei Kinoveranstaltungen gut laufen, super laufen, dann wird er nach und nach wahrscheinlich deutschlandweit. Also das ist jetzt erstmal ein Projekt. Wenn das klappt, wäre natürlich mega cool. Mal schauen. Und im Januar bin ich dann auch persönlich bei den Kinoveranstaltungen dabei. Also Benni alleine, weil ich kann mit den Kids nicht aus wieder anreisen. Das und das wäre auch kostentechnisch und alles. Das wäre einfach viel zu viel Aufwand jetzt für drei Veranstaltungen. Aber wenn wir dann deutschlandweit sind und in der Nähe, dann sind wir vielleicht auch mal alle dabei. Mal schauen. Genau. Ich bin jetzt eh schon mega aufgeregt, wie das wird. Genau, wir haben noch so viele andere Projekte. Wir wollen ja noch einen weiteren Film machen und mein Kochbuch endlich fertigstellen. Und das sind alles so Sachen, die brauchen halt Zeit und Ruhe und Arbeit. Und deswegen müssen wir gucken, ob das mit dem Beziehungspodcast ansteht momentan. Wir müssen oder ob uns wir da vielleicht auch sowas bei der Arbeit immer wieder sortieren, wo wir so merken, boah, wir haben jetzt wieder voll Gas gegeben, auch mit Instagram und so weiter, wo wir so merken, boah, wir müssen uns doch mal wieder. Ja, und auch so ein bisschen haushalten, was Sinn macht. Zurücknehmen und so, genau, fokussieren, was Sinn macht und was auch wirklich dann in dem aktuell für uns ansteht und so. Und ich glaube, das ist einfach immer wieder wichtig, auch zu schauen, was wirklich für einen ansteht. Und natürlich auch ein bisschen schauen, was finanziell auch einfach funktioniert. Also es ist halt nun mal so, dass wir leider noch nicht von Luft und Liebe leben können und das ist, dass man dann halt schaut, dass es ein Austausch ist. Also dass ihr was davon habt, aber auch wir was davon haben. Und ich meine, wie ihr ja vielleicht wisst, YouTube ist nicht der Rede wert, was wir hier an Geld verdienen monatlich. Davon könnten wir nicht leben. Außer wenn man halt mal eine Kooperation macht, wie jetzt in dem Video. Genau. Das ist halt dann super, dann können wir Content liefern und wissen, dass wir auch davon leben können und können da voll in den Fokus reinstecken. Ne? Aber natürlich ist, wenn wir jetzt ein Filmprojekt machen oder einen Kinofilm, ist natürlich voll viel Arbeit und dann haben wir halt gesagt, dann muss vielleicht YouTube erstmal zurückstecken, damit wir uns auf so ein Projekt voll fokussieren können, weil da können wir halt dann auch haben wir dann auch einen finanziellen Austausch einfach und Freude und Spaß dran, dass wir uns und ein geiles Produkt entsteht dann am Ende, vielleicht noch ein krasseres als halt Vlogs. Genau, also da kann man vielleicht dann wirklich, wollen wir auch mit dem Filmteam machen und so, da kann halt was Krasses entstehen und deswegen wie jetzt ja schon, aber wir werden es sehen. Okay, ich weiß gar nicht, ob die Kamera noch läuft. Ich auch nicht. Hoffen wir es mal. Okay. Okay, ja. Wenn sie noch läuft, dann
glaube ich, war es das für heute. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Ja. Schreibt uns in die Kommentare für alle möglichen Fragen. Wie es euch gefallen hat natürlich auch. Jetzt wieder so ein Art Alltagsvlog. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Guck mal, wie kann man das? Yes, sir. Smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to one?